hat dich die Schule noch weiter gejagt. Nee, also ich habe ja die E-Mail bekommen. Viele haben das wahrscheinlich auf Instagram gesehen, dass ich eine E-Mail vom Schulleiter bekommen habe. Das Ding ist, ich wusste gar nicht, dass das der Schulleiter ist. Ne? Ich guck so und der Name war mir nicht bekannt. Das heißt, der Schulleiter wurde nochmal gewechselt. Also wer das jetzt ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich weiß auch nicht, wer 1 gegen 1 gewinnen würde, aber es ist auf jeden Fall nicht der alte Schulleiter. Ich glaube, wäre das der alte Schulleiter, der hätte das wahrscheinlich ein bisschen entspannter genommen. So. Für die Leute, die nicht wissen, wovon ich rede, ich war in der Schule, in meiner alten Schule und wollte da livestreamen. Hat ja auch relativ gut geklappt für 10 Minuten. Bis dann das Internet ein bisschen abgesagt hat und auch noch die Lehrer kamen. 3 Lehrer, die ich da getroffen habe, ne? 3 Lehrer, die kannte ich alle nicht. Der eine sah aus wie 12, der andere hatte Maske und den anderen habe ich gar nicht wahrgenommen. Der hat sich auch direkt geduzt, oder? Du meinst in der E-Mail, ja. In der E-Mail hat er mich, glaube ich, direkt geduzt. Weil er dachte, das war mein Nachbar oder so. Man hätte das vielleicht abklären sollen, ja. Aber ich bin ja nicht da hingegangen, um bewusst irgendwelche Schüler zu filmen oder so. Ich bin einfach da hingegangen, damit ich einfach im Stream so ein paar Sachen erzähle. Euch zeige, was so in dieser Schule passiert ist. Lustige Sachen, vielleicht nicht so coole Sachen. Um einfach so ein bisschen Nostalgie zu kicken, weißt du? Ich war so lange nicht mehr in dieser Schule. Komme ich da rein, oder überall Baustellen. Wie hieß deine alte Schule? Meine alte Schule hieß Julius Leber. Ich schwör's euch, ich weiß, dass ich euch als erstes gezeigt hätte. Oder mit eines der ersten Sachen. Ihr wisst ja, wenn man hat ja Gebäude, zum Beispiel F-Block. Und da sind ja die ganzen Dings drin, die ganzen Klassen und so. Und bevor du in dieses Gebäude reinkommst, ist ja auch eine Tür. Das war immer so eine komische Holztür. Und wir haben die immer aufgemacht. Wenn es draußen kalt war und so und wir in der Pause nicht rein durften, haben uns die Tür dann einfach mit Dings aufgemacht, mit einer Schere. Wir haben einfach eine Schere gehabt, dann dazwischen und dann aufgemacht. Ich schwör's, das hätte ich live gemacht, wenn es immer noch dieselbe Tür gewesen wäre. Was stand denn in der E-Mail? Warte, ich lese euch die E-Mail einmal vor. Ihr müsst euch vorstellen, ich denke mir nichts Böses, ich krieg eine E-Mail, ne? Und die E-Mail fängt so an. Hallo Dennis, AB. Als Schulleiter deiner ehemaligen Schule Julius Leber musste ich mich an dich wenden. Okay, mit dem ersten Satz hat er schon quasi bestätigt, dass er wusste, dass ich auf der Schule bin. Ich weiß nicht woher, vielleicht haben das irgendwelche Schüler gesagt oder er hat vielleicht im Dings geguckt, im System. Dein Auftritt mit Kamera auf dem Schulgelände ist so nicht erlaubt. Vor allem Auftritt, Digga. Das Schulgelände muss ein geschützter Raum sein und bleiben, wo die Schüler und Schülerinnen sich frei und unbeobachtet von Nicht-Schulmitgliedern, in Klammern, zu denen du auch als ehemaliger gehörst, aufhalten können und auch nicht gefilmt werden. Das Ding ist, ich sag euch ehrlich, ich habe einmal... weil viele mir auch geschrieben haben, hey, du hast doch gar keine Schüler gefilmt und so. Einmal habe ich ausgesehen, oder was heißt ausgesehen, ich habe bewusst jetzt einmal kurz die Kamera umgedreht und auf Witz gesagt, komm, ich filme euch alle, bluff, dies, das. Ich bin jetzt nicht mit dem Handy so in die Leute reingegangen, ne? Also man hat natürlich kurz vielleicht für eine kurze Millisekunde irgendeine Person gesehen, aber ich glaube, die hätte man nicht wiedererkannt so richtig. Dann, auch mit Absatz und so, ne? Er hat 2 Lücken gelassen bis zum nächsten Text. Zudem hast du keine Maske getragen. Da muss ich sagen, Maske habe ich am Anfang nicht getragen, als ich reingegangen bin. Aber dann wurde ich quasi darauf, ich wurde quasi dazu belehrt, dass ich eine Maske tragen soll und dann habe ich sie auch getragen. Also ich wusste nicht, dass man in der Schule Maske tragen muss auf dem Pausenhof und als er mir das dann gesagt hat, habe ich dann auch Maske getragen. Ne? Es gilt aber die verbindliche Maskenpflicht. Sich den Anweisungen eines Lehrers, der für das Gelände Hausrecht hat, zu widersetzen, ist auch nicht tragbar. Da hilft auch die Ausrede, ich bin live, nicht. Auch über 1 Million Follower sind kein Grund, sich in 4 Sachlagen rechtswidrig zu verhalten. Ich bitte dich, eine solche Aktion nicht zu wiederholen, da ich sonst rechtliche Schritte im Interesse der Schüler und Schülerinnen einleiten muss. Das heißt beim letzten Satz mit, ich bitte dich, eine solche Aktion nicht zu wiederholen, da ich sonst rechtliche Schritte im Interesse der Schüler und Schülerinnen einleiten muss, verstehe ich das nicht. Ich glaube, das ist eher so sein Interesse, dass er sagt, ey, er hätte mehr Bock drauf, rechtlich davor zu gehen, als dass er sich für die Schüler da einsetzt, weil ich glaube nicht, dass die Schüler da sich in dem Moment dachten, boah, den wollen wir anzeigen, ich habe mich gerade so unwohl gefühlt, dass er überhaupt an mir vorbeigelaufen ist. Es hat sich natürlich auch schnell rumgesprochen, aber wie gesagt, ich war halt eine Gefahr für die Schule. Und das Ding ist, es gab ja eine Stelle, haben ja auch viele mitbekommen, wo ich dann quasi so ein bisschen rumgegangen bin auf dem Schulhof. Und ich war selber ein bisschen geschockt, weil da überall Container, überall Baustellen waren. Ich habe die Schule nicht wiedererkannt. So, ich dachte, das ist Baustelle oder ist das Schule? Und in dem Moment, wo ich so ein bisschen mich filme und so ein bisschen geschockt war, weil überall so Baustellen waren, kam aus nichts ein Lehrer, ne? Und er sagt dann so von wegen, ja, machst du mal bitte den Livestream aus, weil sich das dann wohl rumgesprochen hat durch die anderen Lehrer und so. Da habe ich natürlich gesagt, nee, kann ich nicht machen, ich bin live. So. Dann hat er auch direkt angefangen mit, ja, hat er mich so hier am Arm gefuckt, Digga. Das hat man gar nicht geschnürt, Digga. Das ist richtig, als hätte er so eine Katze gestreichelt, so dieses. Die haben einfach irgendwelche Container drin geballert. War der dem verkackt? Warum? Boah, die Schule wird immer hässlicher. Ja. Also ich bin live. Ja, machst du mal aus bitte? Man sieht nur mich selber. Machst du jetzt aus bitte? Wo ist das Problem? Ich bin gerade nur reingekommen. Nein, du kannst hier nicht auf der Schulgelände. Ich war ja selber Schüler, deswegen. Mir geht es nur darum, dass ich hier ein bisschen zeige, was ich hier gemacht habe. Du musst sofort das Schulgelände verlassen und jetzt sofort aus. Alter. Jetzt. Nein, du musst jetzt. Ja, dann gehe ich raus. Nein, machst du jetzt sofort aus, sonst muss ich die Polizei rufen. Alles klar. Rufst du hier? Und dann sagt er so, ja, ich zähle bis 3, sonst rufe ich die Polizei. Das ist ja typisch Lehrerauftritt und so. Und dann habe ich mich ja auch nicht widersetzt. Ja, ich bin ja nicht durchgedreht oder so. Ich habe einfach gesagt, ja, die ist das. Ich bin nur ein bisschen live in der Schule. Ich filme nur mich, ich filme keine anderen Schüler. Dann bin ich auch schon Richtung Ausgang gegangen. So. Dann ruft der allen Ernstes die Polizei, Digga. Und ich frage mich dann in solchen Momenten auch, stell dir mal vor, die Polizei wäre jetzt allen Ernstes deswegen gekommen, Digga. Weil irgendjemand auf der Schule livestreamt.
Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen ruft man die Polizei. Es gibt Leute, da werden eingebrochen. Es gibt Leute, die werden sexuell missbraucht. Es gibt Leute, die werden bedroht. Es gibt Leute, die sind entführt worden. Es gibt wirklich Gefahren. Bruder, dann soll die Polizei lieber dahin gehen. Aber nicht zu irgendeinem Typen, der irgendwie aus dem Livestream, der nicht mal irgendwelche bösen Absichten hat, sondern einfach nur einen Livestream machen will, die Leute unterhalten will. Bruder, warte, ich habe mich auf den Tag gefreut. Ich dachte mir, geil, so alte Schule und so ein bisschen rumgehen. Aber auch vielleicht mein Fehler, dass ich genau in der Zeit reingegangen bin in die Schule, als quasi die Pause anfängt. Die Polizei hat selber keinen Bock auf sowas, als ob die kommen würden. Die ist auch nicht gekommen, ne? Also ich weiß, also er hat anscheinend wirklich die Polizei gerufen, aber da ist niemand gekommen. Ich verstehe einerseits, verstehe ich den Aspekt, Schule, dies, das. Man hätte sich vielleicht eine Erlaubnis holen sollen. Guck mal, ich wäre zur Schulleitung gegangen und die hätte knallhart gesagt, nein. Weiß ich meine? Deswegen dachte ich mir einfach, no risk, no fun, Digga. Einfach irgendwie versuchen. Und ich hatte ja wirklich keine bösen Absichten, Digga. Ich wollte weder eine Bombe platzieren in der Schultoilette, noch wollte ich irgendeinen Lehrer schlagen, Digga. Ich wollte einfach nur Kinder entführen.